Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich habe heute für euch die Charmy Box, die packen wir heute zum zweiten Mal aus, denn das erste Video ist leider bei mir ohne Ton gewesen. Ich hatte mehrere Unboxings hintereinander gedreht und hatte dann noch die Charmy Box mit dabei und die war leider ohne Ton. Das heißt, ich weiß jetzt schon, was hier drin ist, aber trotzdem packen wir sie jetzt nochmal aus. Und ich hoffe, dass diesmal mit dem Ton alles stimmt. Ja, und falls ihr Lust habt, mit mir gemeinsam reinzuschauen, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Jetzt starte wie immer, falls ihr es noch nicht getan habt oder ihr neu hier seid auf meinem Kanal. Ich würde mich riesig über ein Däumchen nach oben freuen und ihr dürft auch gerne kostenfrei meinen Kanal abonnieren. Die Charmy Box, wer sie noch nicht kennt, das ist eine Beauty-Abo-Box, aber eine Naturkosmetik-Abo-Box. Die kommt alle 2 Monate und ja, ihr könnt sie im flexiblen Abo abonnieren, im 3-Monats-Abo und ihr könnt sie aber auch einmalig kaufen. Ich habe immer einen Rabattcode für euch, der steht unten in der Infobox. Ich blende ihn euch auch gerne nochmal ein. Da könnt ihr ein bisschen was sparen, also 10%. Und genau, die Charmy Box ist immer sehr schön. Wie gesagt, die kommt alle 2 Monate. Der Hintergrund ist, dass ihr genügend Zeit habt, die Produkte auch zu verwenden und ja, sie halt aufzubrauchen, bis neue Produkte kommen, weil so oft braucht man ja auch eigentlich keine neuen Produkte und das ist immer sehr süß. Genau, wenn man das dann öffnet, ich zeige euch das gerade mal, da sind dann erstmal also eine Produktkarte, da stehen die Produkte alle drin. Genau, da habt ihr immer Beschreibung, also wie viel Milliliter, wie viel die kosten, wo ihr die herbekommt, die Inhaltsstoffe und auch eine Beschreibung. Das ist sehr, sehr gut gemacht und dann ist immer so eine Karte mit dabei. Das ist von der lieben Ina, die Inhaberin von der Charmy Box. Sie kümmert sich hier auch um alles und sie macht immer diese Kärtchen. Die kommen immer mit in diese Boxen rein. Sie hat auf Instagram einen Account und sie zeichnet, illustriert diese Karten hier eben selbst. Das ist eine Katze diesmal am Fenster, die Tee trinkt und wartet. Das ist so süß. Ja, und die sammle ich immer so ein bisschen. Naja, und dann liegt hier halt eben ein Säckchen, welches ich jetzt unschön wieder zusammen gemacht habe, was eigentlich viel schöner eingepackt ist hier drin. Und da liegen eben die Produkte drunter. Und hier habt ihr das Coole bei der Charmy Box, ihr habt immer ein Auswahlprodukt. Das heißt also, ihr könnt euch aussuchen, zum Beispiel hier, das ist jetzt diesen Monat, das nehmen wir jetzt auch einfach mal, von Boohoo Green Make-up gab es einen Lippenstift und dann kann man sich vorher aussuchen, welche Farbe man haben möchte. Man bekommt dann eine E-Mail mit einem Auswahlprodukt, also da gab es glaube ich diesmal 2 Farben zur Auswahl. Ja, und ich habe mich hier für diese 406 so einen Berryton entschieden. Und da kann man dann theoretisch dann ja mitentscheiden. Also man kann mitentscheiden und das finde ich toll, weil das ist halt auch nachhaltig. Es bringt ja nichts, wenn ein roter Lippenstift drin ist und ihr den gar nicht nutzen wollt. Und das ist halt auch der Grund dahinter, dass man mit der Farbe so ein bisschen auch immer mitentscheiden kann. So, und das ist jetzt so ein leichter Berryton. Das ist wie so ein Lippenbalsam, würde ich. Also ich würde nicht sagen Lippenstift, sondern ich würde das schon als Lippenbalsam bezeichnen. Ja, und da habe ich mir halt diesen Berryton hier ausgesucht. Das hier oben ist, das ist noch ein Eyeliner, der hier drauf ist vom Unboxing davor. Den mache ich jetzt gerade mal ab. Nicht, dass ihr denkt, hier ist ein Eyeliner drin oder so. Der ging nur eben nicht abzumachen. Muss das mal gerade runter machen. Auf jeden Fall, ja, ist das hier so ein Lipstick von Boohoo Green Make-up. Den kann ich ja gern auch mal auftragen. Das ist jetzt eh das letzte Video, was ich heute drehe. Okay, meine Lippen sehen jetzt noch ein bisschen rot aus. Ich trage mir den mal auf, also das ist eher so ein leicht glänzender, also der ist wirklich schön. Also ich habe meine Lippen nicht übermalt, das sieht jetzt so aus, weil meine Lippen vom Abmachen so rot sind. Ich hatte von Banana Beauty was drauf, was ziemlich lange hält. Ja, und das wäre die Farbe eben aufgetragen, also das ist gar nicht so dunkel, wie es hier aussieht. Auf jeden Fall schön pflegend für die Lippen, das ist ein pflegender Lipstick aus Italien. Da freue ich mich definitiv, weil ich habe mir die Farbe auch selbst ausgesucht. Und dann haben wir hier, das hatte ich jetzt beim letzten Mal schon getestet, das hat mir leider nicht so gut gefallen, das werde ich auch jetzt hier drin lassen. Das ist eine feste Handcreme, beziehungsweise ein Handbalm ist das. Zero Waste von der Marke Hello Simple und hier ist Ingwer mit drin. Ist vegan, dieses Teil, und das ist eben, ja, so eine Handseife, Handcreme meine ich, so ein Stück. Das nimmt man in die Hände
Und dann lässt man das so ein bisschen schmelzen und dann kann man seine Hände damit. Mir gefällt es leider gar nicht. Das hat bei mir ganz ölige, schmierige, also ganz schmierige Hände gemacht irgendwie. Also mir hat das Produkt wirklich nicht gefallen. Ich finde es sehr schwierig. Man kann dann nichts anpacken. Ich konnte immer mein Handy anpacken, war alles ölig. Für mich ein Flop-Produkt hier drin. Ich habe es halt, wie gesagt, schon getestet. Mir hat es leider nicht gut gefallen. Das ist eigentlich nur persönliche Präferenz. Das Produkt an sich ist gut. Nur eben, ich mag es nicht, wenn das halt so, wisst ihr, so ölig ist auf den Händen. Kann mir auch nicht immer alles gefallen. So, und jetzt kommen drei Produkte, die ich noch nicht, weil ich hatte dann gemerkt auf einmal irgendwie, ich war dann kurz, ich musste rausgehen, bin wieder reingekommen, okay, mein Akku ist leer, dann war es schon so spät, da habe ich gedacht, nee, das drehe ich jetzt nochmal neu. Hier ist von Olution was drin, das ist eine Naturkosmetikmarke, ich glaube eine französische ist das, genau. Glow Up heißt das hier, das ist eine Creme eben normale für, also für normale und Mischhaut. Und ich glaube, hier ist Vitamin C mit drin. Da müsste ich jetzt mal hier im Heftchen auch gucken, was diese Creme so kann. Olution Hydrating Face Cream. 15 ml kosten 15 Euro. Glow Up Feuchtigkeitscreme versorgt die Haut langanhaltend mit Feuchtigkeit, wodurch der Teint frischer und strahlender erscheint. Zudem wirkt sie antioxidativ der Hautalterung entgegen. Ja, das ist einfach eine Pflegecreme, kann auch als Aftershave verwendet werden. Ich denke halt, die Box ist sehr interessant für alle, die eben Naturkosmetik mögen. Ich mag Naturkosmetik, ich bin echt ein Naturkosmetik-Fan. Ich teste mich da sehr gerne auch durch, überhaupt allgemein durch Kosmetik. Und Naturkosmetik zählt für mich dazu. Hier haben wir jetzt Liebe die Natur, ein natürliches Deodorant mit Aprikose. Immer sehr schwierig von Pure Green Cosmetics. Wenn man wüsste, ob das Ding funktioniert oder nicht. Bei mir funktionieren die in der Regel nicht. Ich habe die von Spirit of Leaves, wollte ich gerade sagen. Spirit of Leaves ist Schmuck. Ich habe die von Pure Soul. Das habe ich auch hier in der Box kennengelernt, mein Lieblingsdeo von Pure Soul. Ich fahre da so drauf ab. Ich bin den ganzen Tag geschützt. Also ich bin den ganzen Tag am Rumrennen, habe schon so viel gemacht. Ich rieche null nach irgendwas, null. Das ist halt einfach so mega, mein Deo, was ich habe. Und dabei möchte ich auch eigentlich gerne bleiben. Hier bin ich mir halt unsicher, ob ich das testen sollte oder nicht. Ich lasse es mal zu, bevor es kippt, weil das ist ja eben Naturkosmetik. Und vielleicht gebe ich das jemanden, der das schon kennt. Ich möchte es nicht ausprobieren, weil bei Deo ist Deo-Roller, die muss man dann entsorgen. Die kannst du ja keinem mehr geben. Das ist immer das Problem. Aber, also ich finde es jetzt schon interessant, 4,89 zertifizierte Formel des Roll-On-Deos bietet ein sofortiges frische Gefühl. Aprikosenwasser, Johanniskrautextrakt und Salbeiöl besitzen beruhigende Eigenschaften, pflegen selbst die empfindlichsten Hautstellen unter den Achseln und schenken dir einen angenehmen, fruchtigen Duft. Weiß ich nicht. Ich lasse es. Kommt ja Ende des Jahres auch immer so eine Weihnachtsbox. Da freue ich mich jetzt schon so drauf. Die haben immer so schöne Sachen. Da müsst ihr mal die Augen dann offen halten, wenn die kommt. Die ist immer klasse. Hier haben wir jetzt von der Marke Hagi Cosmetics. Was drin ist, ein richtig schweres Ding. Natural Body Scrub mit Nutmeg and Cinnamon. Nutmeg, was war denn das nochmal? Nutmeg. Was war Nutmeg nochmal, Leute? Ich weiß es nicht. Vielleicht steht es hier auch. Muskat, genau. Muskat und Zimt. Auf Zuckerrohrbasis entfernt abgestorbene Hautzellen, regt die Mikrozirkulation an. Das sind 300 Gramm, kosten 16,50 Euro. Es wärmt den Körper und glättet gleichzeitig die Haut. Mit pflegenden Eigenschaften schützt das Peeling die Haut vor dem Austrocknen, während Shea Butter und Traubenkernöl sie regenerieren und nähren. Der erfrischende Duft von Zitrusfrüchten und würzigen Gewürzen hebt die Stimmung und verleiht die Energie, besonders an kalten Tagen. Das finde ich total fein. Da habe ich richtig Lust drauf. Oh, okay. Das ist oben nochmal mit so einem Schutzdeckel verschlossen. Und das riecht richtig gut. Das ist ein ganz angenehmer Duft. Oh, das kommt in die Dusche. Da freue ich mich. Wie riecht das? Ja, wie riecht das, Leute? Wie soll ich euch das sagen? Das hat was Weihnachtliches. Definitiv durch den Zimt. Es läutet, also ich nehme mir mal so ein bisschen was in die Hand. Das läutet auf jeden Fall so ein bisschen diese gemütliche Jahreszeit ein und sind richtig so gröbere Peelingkörner. Das ist sehr ölig, fühlt sich wirklich gut an. Oh ja, das hat dieses Zitrische, aber gleichzeitig hat das auch was von Weihnachten. Ganz toll, also ganz, ganz toll. Also ihr Lieben, ich fasse diese Box nochmal zusammen vom Monat September
Und zwar haben wir einmal von Boho Green Makeup den Lipstick mit drin, wo ihr die Farbe auswählen könnt. Dann von Illusion diese Glow-Up Cream, habe ich noch nicht getestet. Der Handbalm, der mir leider nicht so gut gefällt und leider auch diesmal das Deo, also die beiden Produkte sind jetzt nichts für mich. Die anderen werde ich ausprobieren bzw. benutze ich. Und dieses Peeling ist mein Highlight hier drin, weil das duftet so, so schön. 300 Gramm, wie gesagt. Also ihr habt jetzt die Produkte gesehen, es sind 5 Stück und vielleicht ist da ja auch was für euch mit dabei. Ihr wollt die Produkte gerne mal austesten. Ihr könnt die Box einmalig kaufen oder halt auch in einem 3-Monats-Abo oder in einem flexiblen Abo, wie ihr Lust habt. Genau, ich lasse euch den Link unten drin. Ich finde die Box sehr schön. Wie gesagt, hier sind halt immer schön ausgewählte Naturkosmetikprodukte drin. Ich finde, dass die sehr liebevoll ausgewählt sind, weil die Produkte kommen nur hier rein, wenn die Inhaberin, die liebe Ina, sie getestet hat und sie für gut empfindet. Und dann kommen sie hier rein. Das finde ich immer ganz schön, dass sie da wirklich ein Auge für hat, welche Produkte reinkommen und nicht einfach irgendwas reinmacht. Eine sehr familiäre, sehr schöne, liebevoll gestaltete Box. Und ich würde mich jetzt auch bei euch verabschieden. Dankeschön, dass ihr hier wart zum Schauen. Lasst mir super gerne noch ein Däumchen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Should say